Bester Ansager hat einmal zu mir gesagt. Lieber Hermann, hat er gesagt, du reist durch die Großstädte Europas, solltest du einmal aber das Glück haben, in Kuchen konferieren zu dürfen. Schätze dich glücklich, du wirst dort ein Publikum erleben, das du im Temperament nur vergleichen kannst mit dem in einer spanischen Arena. Olé! Guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin im 20. Jahr Sprecher bei Slavko Auserlich und habe auch heute Abend wieder die schöne Aufgabe, Sie durch ein flottes musikalisches Programm führen zu dürfen. Die ersten drei Lieder beginnen von hinten, Polka bleibt Polka, an zweiter Stelle schon etwas Romantik, nimm dir ein Stück vom großen Glück. Ja, und das erste Lied, das ist so etwas wie ein Bekenntnis meiner Kollegen, denn sie meinen, es ist so schön, ein Musikant zu sein. Wanderin und Wanderin, so ein Sturm des Wanderin, Wanderin und Wanderin, klingt noch die Harmonika.
fröhliches Kinderlachen, wie von den Augen her. Alles ist still und friedlich, weil der Bock heißen mehr. Oh, 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 oh. Ein klarer Wasserfall schwingt lustig in das Tal.
Wo kommst du her? Ich komme aus Gingen. Aus Gingen? Was hast du da gemacht? Ja, ich bin bei der Feuerwehr. Ja. Und dort war ein großer Brand. Es hat ein Bauernhof gebrannt und ich habe gelischt, gespritzt und gelischt. Und stell dir vor, 25 Kühe. Habt ihr gerettet? Was heißt gerettet? Keine ist verbrannt, sondern alle ersoffen. Franz, der Feuerwehrmann. Lieber Franz, gib mir mit auf den Tanz, dann weiß jeder, der Ecken geht mir besser als der Brett. Feuerwehr, Feuerwehr, tanzen, das ist gar nicht schwer. Feuerwehr, Feuerwehr, tanzen, das ist gar nicht schwer. Wir sind da.
jetzt muss ich schon noch einmal auf diese Radioaktivität zu sprechen kommen. Bei uns hat man untergraben müssen, also in Bayern, hat man untergraben müssen. Salat, Spinat, Schwammerl hätte man nicht essen sollen, gell? Wie leicht haben es da die Menschenfresser. Meine Damen und Herren, seit Anfang dieses Jahres hat Slavko einen Vertrag mit einer Schallplattenfirma aus Tirol. Sie hat 40 Exponate in aller Welt. Sie ist berühmt geworden durch Vertretungen der volkstümlichen Musik. Und Slavko hat bereits 2 Langspielplatten dort produziert. Wir haben sie heute an unserem Schallplattenstand draußen für Sie mitgebracht. Sie finden viele der Melodien, die wir heute Abend für Sie bringen, auf diesen beiden Langspielplatten. Eine aber kennen Sie bereits, nur in diesem Arrangement wird sie Ihnen neu sein. Seinerzeit gesungen von einer Sängerin, jetzt von 2 Sängerinnen. Du weißt genau, ich warte auf dich. Du weißt genau, ich warte.
Wir war so jung noch, auf unseren Wegen lachte die Sonne. Es nimmt das Leben, das Schicksal heute, das wir uns fanden. Es wurde Liebe schon bei Herzen lieb. In deinen von Slavko Ausedik Sieger. Sie zum Siegertitel und das dann dreimal hintereinander. So kam sie automatisch zu den lustigen Musikanten in die Endausscheidung. Ich spreche von der Vicky Hogg-Polka. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ohne unser Publikum wäre diese Polka nie das geworden, was sie heute ist. Und darum unsere Bitte. Machen auch Sie mit. Es ist ganz einfach, meine Adresse zuerst. Wenn ich die Finger zum Mund nehme, dann machen wir alle miteinander einen kurzen, schrillen Pfiff. Ungefähr so. Wollen wir das einmal üben? Na, halt, halt, halt! Auf Kommando, bitte mal alle die Finger zum Mund. Halt! Sehr sicher, das sind die jungen Herren. Die stehen sogar im November noch in der Balz. Wir pfeifen also einmal, ein zweites Mal und beim dritten Mal einen doppelten, schrillen Pfiff. Und dann wollen wir alle zusammen nur ein einziges Wort singen. Ich mach's dir dann immer vor. Wege, Woge, Volka. Aber so einen großen Chor dirigieren, das kann, glaube ich, nur der Gotthilf Fischer. Ach, ich habe eine Idee. Wir teilen das Ganze. Zuerst einmal singen alle Frauen, die ihren Männern immer treu waren.
Mein lieber Johnny. Ich wiederhole, es singen jetzt alle Frauen, die ihren Männern immer treu waren. Bitte noch einmal den Ton. Ich glaube, dieses Kuchen ist ein Sündenbabel. Gut, wir machen die Gegenprobe. Jetzt singen alle Männer, die ihren Frauen immer treu waren. Bitte noch einmal den Ton. Na bitte. Edle Damen, so höret denn meine Botschaft. Geht hin und tuet Buße. Und uns Männern verzeihe der liebe Gott diese charmante Lüge. Also, zuerst wird gepfiffen, dann wird gesungen, aber bitte im Rhythmus bleiben, denn sie hat viel Temperament, diese Wiegelbocke-Bocke.
auseinander. Er wohnt in einem Ort, sie im anderen Ort. Und abends geht er hinaus auf den Balkon, sieht, wie der Wind durch die Bäume rauscht. Und da sagt er, der Wind bringt dir mein Lied. Mm-hmm.